Ich bin Matheprofessor mal in einem früheren Leben gewesen. Von mir sehen Sie aber keine Statistiken. Also ich habe das echt studiert und auch Vorlesungen drüber gehalten, aber ich glaube da nicht mehr so richtig dran, weil wir, wie Frau Merkel sagt, einen epochalen Wandel erleben. Also das Internet macht uns jetzt irgendwie eine qualitativ neue Entwicklung. Und dann macht das nicht so viel Sinn, irgendwie Kurven von 1970 irgendwie hochlaufen zu lassen oder so. Ich bin da auch nicht so ganz sicher. Also insbesondere hatten wir so eine Kurve, dass die Arbeitslosigkeit so geht und dann geht sie so ein bisschen runter, wenn Sie Aktiencharts lesen, also das war Ihre erste Kurve, das ist besser. Aktiencharts würde man so eine Gerade durchlegen, dass es nach oben geht. Sie haben das wohl interpretiert, dass es nach unten geht, bin ich nicht so sicher. Und ich finde, wir müssten uns mal qualitativ mit dem technischen Fortschritt überhaupt befassen. Ich gebe dann manchmal Interviews, gestern im Deutschlandfunk, und dann sagen sie, ich bin jetzt bösartig. Und dann sage ich, ich bin nur wie ein Arzt, der sagt, Sie haben das. Und dann können Sie jetzt den Arzt nicht anschreien, er soll einfach eine positive Prognose geben oder irgendwie was Nettes sagen. Also, Leute, wir können uns eigentlich nur bessern, wenn man die Krankheit sieht. Verstehen Sie, insbesondere bei der Psychologie ist die Krankheitseinsicht schon so relativ wichtig. Also, dass der Magersüchtige weiß, dass er magersüchtig ist, das wäre schon gut. Oder ja, dass der Controller weiß, dass er zu hart ist oder sowas. Und das möchte ich einfach ein bisschen steigern. Ich habe jetzt gar keine Zahlen mit, sondern ich versuche Ihnen einfach aus der normalen Arbeitswelt mal zu erklären, dass sich da eine Menge ändert. Und vielleicht ist der größere Einbruch gar nicht so unbedingt der technische Fortschritt, der alles so verändert, sondern ich glaube immer noch eher, dass die Veränderung im Management ist, also dass wir relativ kühl über die Leute entscheiden und im Effizienzsinne einfach alles wegmachen, was weggemacht werden kann. Ja, und früher war das nicht, früher haben wir einfach Leute, die nicht viel Leistung haben, einfach durchgeschleppt. Ja, das ist heute noch in manchen Enklaven so. Also, ja? Also ich kenne welche, ich will jetzt nicht. In meiner Bekanntschaft wird eine Menge gesagt, also dass da Leute so ein halbes Jahr krank sind und oder immer krank feiern, das weiß jeder, aber der Chef traut sich nicht jetzt als Beamter was dazu zu sagen. Das ist in der Industrie ganz anders. Da wird klar Schiff gesprochen, da hat man gesagt, du arbeitest nicht genug und so weiter und so weiter. Die Dinge gehen jetzt so, dass man die Mitarbeiter ausnutzt quasi bis zur letzten Extrameile und jetzt eben zu den steigenden Burnout-Problemen. Und da ist auch eine Bewegung drin, die diese ganzen Zahlen macht. Das müsste man irgendwie verstehen. Also ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit, dass das Management eben sozusagen die Effizienzsteigerung auch auf Leute ausdehnt und eben das Internet dazu kommt. Diese Argumente möchte ich mal so zusammenflechten. Es kommt ungefähr raus, dass wir ein Qualifikationsproblem haben. Also praktisch, ich will ein bisschen erklären, dass die unteren Lohngruppen immer weniger zu tun haben. Die stehen kurz vor der Automatisierung unter Umständen. Ja, also ich habe mal vor 10 Jahren gehört, es gibt einen Taxifahrer in Berlin, der alle Straßen kennt. TomTom kennt sie alle. Verstehen Sie, das Wissen des Taxifahrers ist in gewisser Weise obsolet geworden. Und dann wird er eben immer schlechter bezahlt, weil immer praktisch Leute ohne die Stadt zu können mit dem TomTom auch fahren. Man muss gar nicht so viel Prüfungen mehr machen für so einen Beruf. Solche Dinge spielen eine Rolle und dann eben das Ganze ausnutzen. Wir fahren Sie einfach mit dem Taxifahrer. Früher hat er einfach mit dem Taxi gefahren. Und wenn er wenig verdient hat, hat er wenig verdient. Das ist sein Pech. Heute ist es so, also das erzählen mir die Taxifahrer, wenn sie wenig verdienen oder nicht viel Überstunden machen, dann sagt der Taxibesitzer, du wirst ausgetauscht gegen einen anderen, der mir mit meinem Wagen mehr Umsatz macht. Verstehen Sie, das sind Dinge, da ist der Beruf ungefähr derselbe wie vorher, aber praktisch, er wird jetzt härter gefahren. Und das muss man sich irgendwie auch ein bisschen überlegen. Und das ist das Problem. Die meisten Leute sagen immer, ja, diese Ungleichheit und wie kriegen wir die armen 20% unten von der Straße, die setzen wir doch auf die Straße durch sowas. Also, dass wir quasi eine große Arbeitsverdichtung machen. Das wird quasi durch Managementtechniken so gemacht. Und auf der anderen Seite weinen wir, wie wir das wegkriegen. Da muss man da irgendwo bei Managementtechniken auch ein bisschen anhalten. Jetzt muss ich den Intelligenztest bestehen.
probieren. Ich gehe die nicht einzeln durch, dann können Sie irgendwie zwischendurch mal durchlesen. Also das Erste ist trivial, das Wissen ist immer da. Alles. Und das ist eine große, wie soll man sagen, eine große Gefahr für die Arbeit. Also wir können sagen, der technische Fortschritt sagt, dass ich durch Googlen alles kriege, was ich will. Ich kriege echt alles. Also ich bin jetzt bei IBM pensioniert worden seit ein Vierteljahr und muss jetzt den Flug hier nach Berlin selber buchen. Ich habe jetzt keine zwei Sekretärinnen mehr. Das ist total schwierig. Also das habe ich früher so gemacht, dass ich so mal rausgesucht habe, welche Zeit ich gerne hätte. Und dann habe ich ihr das erklärt, wann ich und so hin will. Jetzt muss ich es leider selber machen. Jetzt rufe ich einfach Expedia.de auf, Flug, dann nimm den billigsten, zack. Und ich habe festgestellt, es ist kürzer, das selber zu machen, als es meiner Sekretärin zu erklären. Echt. So, das ist das Kernbeispiel überhaupt. Verstehen Sie, wenn Wissen überall frei ist, einfach so. Also das Expedia erinnert mich auch 3 Tage vorher, dass ich nach Berlin fliegen muss und erinnert, schickt, ja, macht so gleich für meine Steuererklärung dann gleich die Rechnung, alles fertig und es ist alles, verstehen Sie, dann frage ich mich, wozu brauchte ich dann die Sekretärin? Also Sie müssen dann fein hinhören und das Problem, dass Wissen überall da ist, führt dazu, dass wir ganz viele Arbeiten fast selbst machen, für die wir früher viel Geld bezahlt haben. Also Wissen wird nicht mehr bezahlt. Gehen Sie, einfach Kernfrage, wenn eine Buchhandlung sagen würde, sie würde für das Beraten 10 Euro nehmen, dass Sie mal fragen können, welches Buch lesen, würden Sie nicht machen, Sie gehen zu Amazon. Sie vernichten quasi im Grunde auch den Buchhandel, indem Sie öfter mal schwere Bücher bei Thalia angucken und dann zu Hause bei Amazon bestellen. Verstehen Sie, dann schädigen Sie den Buchhändler durch das Angrabbeln von Büchern und holen es dann woanders. Und Sie sind nicht bereit, bei einer Bank 50 Euro für eine Honorarberatung zu geben, weil Sie finden, erstens, das ist viel zu teuer, das machen Sie nicht. Zweitens, wenn Sie irgendwie wissen wollen, wie die Tagesgeldzinssätze Ihrer Bank sind, gucken Sie lieber gleich im Internet nach, das ist einfacher. Ja? Und das Wissen des Bankbeamten sozusagen, des alten Berufes, das Wissen dieses Bankbeamten um die Tagesgeldzinsen ist nichts mehr wert, da zahlen Sie nichts mehr für, das können Sie ja im Internet abrufen und so weiter. Und das bedeutet, dass viele Arbeit nicht mehr gewürdigt wird wie früher. Früher war das ein heiliges Wissen. Dafür haben Sie auch Geld bezahlt oder höhere Konten. Also Sie konnten hingehen, sich beraten lassen und zahlen dafür Kontogebühren. Heute sagen Sie, das gucke ich ja im Internet nach. Heute ist es eher nicht eine Beratung, wie kann ich Tagesgeldzinsen anlegen, sondern Sie gucken im Internet nach, vergleichen das mit 20 anderen Banken und dann gehen Sie hin zur Bank und streiten sich mit dem früheren Berater, er soll jetzt mit den Zinsen hochgehen, weil Sie das wohl gelesen haben, dass es woanders mehr gibt. Das heißt, Sie schädigen, also die Beratung, also die Existenz dieses Menschen führt sogar zu einer Profitsenkung, dass er überhaupt da ist. Weil sie ihn ja runterhandeln und beraten lassen sie sich eigentlich nicht mehr. Wir können alle Berufe durchgehen und das ist praktisch, Wissen wird nicht mehr bezahlt. Ich nehme andere, Sie gehen zum Arzt. Also wenn Sie eine normale Krankheit haben, gehen Sie nicht einfach so unklar zum Arzt. Also ich mache mal einen Termin, weil ich nicht weiß, was ich habe. Sie gucken erst im Internet nach, was Sie haben, oder? So, wenn da steht, Sie haben die und die Krankheit, da kann man eh nichts machen, du musst Salbe sowieso nehmen, das kann man irgendwie bei Facebook erfragen, weiß das schon einer, dann gehen Sie dann nicht mehr hin. Das heißt, die Routinetätigkeiten werden unter Umständen gar nicht mehr durchgeführt. Also viele, viele Routinetätigkeiten fallen einfach raus. Das heißt, die auch hochqualifizierte Berufe verlieren quasi den Hochroutineanteil. Anwälte sind betroffen. Ich kriege jede Menge Leserbriefe. Ich habe das also mal Thesen, welche Berufe jetzt irgendwie einen Knacks kriegen. Ich kriege dann immer so Angaben zurück. Ja, ich lästere dann immer, dass der normale Patient also irgendwie unter Umständen höher gebildet ist als der Arzt, wenn er im Internet guckt. Also Beispiel, ich bin jetzt eine Frau, kriege ein Baby und gehe zum Arzt und sage, ich habe 23 verschiedene Entbindungsservices studiert. Unterwasser, Hochdruck, Überdruck, also alles. Was. Und welche bieten Sie an und was ist Ihre Preisliste? Was sagt der Arzt dazu? Sie können sich vorstellen, sagt er, davon weiß ich. Verstehen Sie, die sind nur Arzt seit vielen Jahrzehnten und sind von dem Internet noch gar nicht so tangiert.
Und man geht jetzt zum Zahnarzt und hat gesagt, so Implantate kosten da so viel, da so viel, da kriege ich noch das Lächeln angepasst, dass es wieder hinterher stimmt und so weiter. Wie machen Sie das? Mit Schönheitsklinikaufenthalt beim Starnberger See oder ohne und so weiter. Ja, und die Beziehung vom Kunden zu den Leuten ist anders geworden und einfache Services nehmen wir nicht mehr bezahlt hin. Die gucken wir auf dem Internet nach. Anwälte schreiben mir, das ist jetzt schon lange so, früher sind sie zitternd irgendwo hingegangen, irgendwie ich habe unter so eine unachtsame Unterschrift über Kreditkarten am Flughafen gemacht und ich möchte das wieder weghaben. Ja, dann mussten sie zittern zum Rechtsanwalt. Heute steht einfach im Internet, druck dieses PDF aus, schreib's hin, warte 2 Wochen, dann drohen sie noch einmal und dann ist Schluss. Fertig. Patentanwälte klagen, dass so einfache Patente nicht mehr angenommen werden, sondern die Leute drucken einfach das PDF vom europäischen Patent aus, füllen es ein und so weiter. Ja, Leute behandeln sich einfach als mit Medizin selbst. Die Ärzte sagen, das darf man nicht, das weiß ich. Es ist manchmal besser, man geht echt zum Arzt. Patentanwälte sagen, es ist besser, man geht gleich hin und versucht kein Amateurzeugs mit PDFs. Weiß ich. Verstehen Sie, ich sage nicht, was man tun sollte in meinem Vortrag, sondern was echt passiert. Verstehen Sie, Sie machen das so. Und weil Sie das so machen, ob es gut ist oder nicht, verlieren diese Berufe an Geschäft und zwar diese Bagatellfälle, die sie im Grunde glauben, selber machen zu können. Die machen sie auch selber und dann passiert irgendwas mit diesen Berufen. So. Und das führt natürlich zu einer gewissen Spreizung. Ich gebe einfach ein Beispiel, das hat jetzt wenig mit Technologie zu tun, nehmen Sie ein Auto. An einem Auto können verschiedene Dinge kaputt sein. Die schwierigsten sind, das kommt relativ selten vor, dass es mal unklar kaputt bleibt. Also richtig, wo der echte Weltmeister reinschauen muss und sagen, was das ist. Normalerweise ist es relativ einfach, Sie machen so einen elektrischen Fühler rein und er sagt, wechsel den Filter aus. Oder Batterie leer. Und dann macht das einer. Verstehen Sie, das ist jetzt relativ einfach geworden, ein Auto zu reparieren. In 95% der Welle muss einfach ein Teil getauscht werden. Und Sie können einfach das industrialisieren, indem Sie die Autowerkstatt als Teiletauscherwerkstatt einrichten. Sie haben da kommen die Autos rein, werden ganz schnell analysiert von einem Meister und dann wird festgestellt, Reifen tauschen, Batterie tauschen, Bremsflüssigkeit, irgendwas. Und dann geht das zu einem Spezialisten nur für Glas austauschen, nur für Bremsklötze austauschen, nur für Auspuff austauschen. Die heißen dann Teiletauscher, kriegen den Mindest Lohn. Die machen nichts weiter. Nur Reifen austauschen. 6 € die Stunde. Der andere macht nur Batterieflüssigkeit austauschen. 6 € die Stunde. Und da gibt es, wenn Sie das ganz durchdeklinieren, gibt es beim Autoreparieren relativ fast nur einfache Arbeit. Die schwierige ist relativ selten. Die ist fast so selten, da können Sie das Auto verkaufen. Dann sagt er, wenn man nicht feststellen kann, was es hat, nach 5 Minuten wegschmeißen. Damit will ich sagen, dass das Management, das hat gar nichts mit technologischem Fortschritt zu tun. Nur wenn Sie eine Autowerkstatt managen, können Sie das so machen, indem Sie sie teilen in sowas wie 5% Meister und 95% Teiletauscher zum Mindestlohn. Das passiert heute. Und das ist an einem normalen Beispiel erklärt, die Spreizung zwischen den Berufen. Der eine, der das noch können muss, was ein Auto hat, der muss irre gut sein. Wenn der da jetzt 10 Tage rummacht, was das Auto hat, kostet es einfach viel Geld. Wenn der echter Meister ist, das zahlt sich aus. Da zahlen sie jedes Gehalt, dass einer ein Auto wirklich versteht. Das sind aber nur ein paar. Die anderen tauschen die Teile aus. Das ist das Problem. Das ist jetzt in Praxis die Polarisierung, die man dann in den Statistiken auch sieht. Und diese Praxis wird quasi durch Management, durch normale Betriebswirtschaftslehre provoziert. Das wird so gemacht. So, und die Frage ist, ob man das wollen. Ich komme gleich darauf zu sprechen, dass es auf der nächsten Folie, dass es dann eben keine Gesellen mehr gibt, verstehen Sie? Es gibt keine Hochqualifikation mehr, weil es nur Teiletauscher und Meister gibt. Teiletauscher können Sie am Markt da draußen sofort holen. Also Sie können sagen, wer tauscht für 8 € Batterien am Tag? Wenn Sie aber einen suchen, Fachkraft, der was echt von Autos versteht, kriegen Sie nicht. Das ist das Problem. Einfache Arbeiten werden einfacher, habe ich damit schon erklärt. Also praktisch durch diese Industrialisierung aller Dienstleistungen oder ja, sowas wie Arzt und so weiter, wird das Einfache rausgenommen und wird immer einfacher. Ich habe das mit meiner Sekretärin in Reisebuchen erklärt.
Der Arzt, der Zahnarzt nimmt professionelle Zahnreinigung raus, die Voruntersuchung, alles, was er laut Gesetz irgendwie rausdrücken kann, macht er, und er macht dann nur noch die schwierigen Dinge. Ja, das ist bei Ärzten auch so. Also alles Einfache wird irgendwie ins Vorzimmer verlagert durch irgendwelche anderen Leute, die relativ wenig verdienen. Das andere wird immer schwieriger, weil natürlich der Mensch, der jetzt, wenn es nicht Routineanteil ist, dann hat dieser Mensch nur noch die schwierigen Teile. Also der Meister hat immer nur noch schwierige Teile. Und das heißt, er hat eine Menge am Hals. Das heißt, streitende Leute, Leute, die ihr Auto sofort wieder haben wollen. Und er muss dann zusätzlich andere Qualifikationen haben. Der muss nicht nur gut sein im Auto reparieren, sondern in allem anderen auch. Er muss vernünftig mit Kunden reden, muss diese ganzen aufgeregten Menschen bändigen, muss Leute führen und so weiter und so weiter. Das heißt, die schwierige Arbeit wird nerviger und schwieriger. Das Internet beseitigt lokale Monopole. Ich nehme es aus meinem Dorf, Waldhilsbach bei Heidelberg, eins daneben. Nur über Königstuhl hoch und wieder da runterfahren, das sind 1000 Einwohner. Da gibt sowas wie einen Einkaufsladen, haben wir nur noch so bedingt. Die Sparkasse war mal 5 Leute, das sind jetzt fast so einer. Der hat nicht so richtig Arbeit. Die Raiffeisenkasse ist fast nur noch einer. Vorsteher hat dann noch eine Halbtagskraft, verstehen Sie, die sind alle unterkritisch und werden irgendwann sowas geschlossen. Irgendwann müssen wir dann für alles ins nächste Dorf fahren, also praktisch nach Neckargemünd in die Stadt. Ja? Wir müssen dann auch zum Auto reparieren in die nächste Stadt, wir müssen wegen der katholischen Kirche zur Seelsorgeeinheit, für 16.000 Leute gibt es nur noch einen Pfarrer, müssen wir auch zum Pfarrer in die nächste Stadt. Und wenn wir das tun, gehen wir natürlich nicht zu irgendeinem Pfarrer. Ich muss ja nicht zu Neckargemünd gehen, ich kann auch nach Sinsheim fahren. Das ist ungefähr dasselbe. Und dann suche ich mir den Pfarrer aus, der am besten predigt. Wenn Sie einfach nicht gut predigen, ist over. Verstehen Sie, ist es nicht so, dass wenn einer, früher war das so, wenn Sie Pfarrer waren im Dorf, dann sind Sie eine Autorität. Wenn Sie aber zum nächsten Pfarrer 3 Dörfer fahren müssen, dann suchen Sie sich einen aus, der für Sie eine Autorität ist. So, und alle anderen Pfarrer können einfach die Kirche zumachen. Das ist mit Autoreparieren, mit Rechtsanwälten auch so. Wenn der Rechtsanwalt und der Maurermeister nicht im Dorf sind, dann muss ich sowieso 10 Kilometer fahren, um irgendwas, ein Fenster zu kaufen. Wenn ich 10 Kilometer fahren muss, suche ich mir das Beste aus. Das haben Sie früher das Problem nicht gehabt, jetzt haben wir das aber. Jetzt gucken Sie einfach im Internet nach, wer hat 5 Sterne, und den nehmen Sie. So einfach. Das ist eine enorme Veränderung am Arbeitsmarkt. Das ist einfach nur, weil diese Zentralisierung gleichzeitig mit dem Internet zu einer ungeahnten Transparenz führt, und sie gehen einfach nur noch zu Guten. Ja, das kostet halt dann die Jobs. Es gibt demnächst Machine-to-Machine-Communication, das ist noch ganz unbekannt. Also auch ein Beispiel aus der Praxis. Mein Sohn hat jetzt promoviert, er ist jetzt nicht mehr Student. Und es gibt so einen Verzweiflungsakt, wenn er sich rückmeldet für das nächste Semester, dann kriegt er 20 verschiedene Immatrikulationsbescheinigungen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich muss die an meine Versicherung, an meinen Arbeitgeber, meine Frau an ihre Versicherung, an ihren Arbeitgeber, das müssen wir an die Familienkasse schicken, damit, dass er noch Kind ist im engeren Sinne und dann Kindergeld bekommt, das muss er an seine Versicherung schicken, er braucht eine für die Wabe, also dass er in Mannheim da in der Straßenbahn fahren kann, da braucht er einen Studentenausweis, dann für Zeitschriften, und dann sind die 20 Dinger irgendwie weg, dann müssen wir ein neues Blattel schicken, da kriegt man so ein Abreißbuch, verstehen Sie? Und für jede dieser doofen Bons muss da so ein Verwaltungsbeamter dann 10 Minuten drüber nachdenken und trägt nur ein Johannes, ist jetzt noch immatrikuliert. Das braucht man nicht. Also praktisch, wenn Sie das in Endauswertung sehen, sagt das Studentenwerk irgendwo in einer zentralen deutschen Datenbank in Berlin, Johannes ist immatrikuliert, ja. Und dann machen das die Maschinen unter sich aus. Die Maschine von der Familienkasse fragt bei der Maschine hier, ist er immatrikuliert, ja. Verstehen Sie? Diese Arbeit fällt weg, das machen jetzt Maschinen unter sich aus. Das heißt natürlich dann irgendwie gläserner Patient und so irgendwie, da kommen dann Ängste auf, aber im Grunde kostet das einen Haufen Jobs, weil ganz viele Jobs aus dieser sinnlosen Dinge bestehen. Also ich bringe dann irgendwo meinen Kfz-Schein ein, das trägt einer nochmal an, schreibt alles ab und gibt mir dann eine TÜV-Plakette, dass ich in eine Umweltzone reinfahren kann und so weiter. Sie sehen das doch, dass das alles unnötig ist. Und diese ganz unnötige Arbeit machen dann die Maschinen unter sich aus. Okay,
Was ich gesagt habe, ist, schwierige Arbeit bleibt nur noch übrig und die verlangt ganz andere Kenntnisse. Da habe ich jetzt den Hauptteil meiner Rede dazu, dass wir die gar nicht vermitteln. Also wir brauchen bei der Arbeit jetzt irgendwie vernünftige Persönlichkeiten, die verhandeln, verkaufen, miteinander reden können, Team machen und so weiter. Wenn Sie in Ihrem Umfeld gucken, welche Projekte scheitern und warum, dann liegt es immer daran, dass die Leute sich zanken, nicht klarkommen, keine gemeinsame Vision entwickeln, kein Team sind und so weiter. Ich kann es schon nicht mehr hören. Ja, also dann wird gesagt, nächstes Mal machen wir das besser, weil wir daraus gelernt haben. Da kann man nichts draus lernen, wenn lauter zänkische Leute irgendwie nach einem Misserfolg feststellen, es lag daran, dass wir zänkisch waren, so typisch Fußball, irgend sowas, dann sind sie doch morgen wieder zänkisch. Dann kann ich einfach sagen, ab morgen bin ich emotional intelligent. Das muss man irgendwie anders hochfahren. Man braucht einfach irgendwo andere Fähigkeiten dafür, diese Arbeit. Gut, das sollte einfach mal aus der Wirklichkeit sein. Ich sage die Konsequenzen aus der Arbeitswelt. Also ohne Internet kann man nicht mehr arbeiten. Also da laufe ich immer in der Bundesregierung rum und sagt, wir sollten 1 Gigabit für jeden irgendwie zur Verfügung stellen. Es gibt gewisse Teile in Deutschland, wo mittelständische Unternehmen aufhören zu arbeiten, weil sie nicht mit der DATEV verbunden werden können und so weiter. Man kann einfach auch als Unternehmen in manchen Dörfern nicht arbeiten. Ich selber bin Ureinwohner in Waldhilsbach und kriege nur 784K. Das kriege ich seit 20 Jahren von der Telekom. Und die im Neubaugebiet haben schon 16M und so weiter. Verstehen Sie, das Sozialgefälle ist so bei uns mitten im Dorf. Ja, also zwischen. Das geht einfach nicht mehr. Ja? Ich hab dann GPRS zum Beispiel, also 64K per Second ist fast umsonst. Also die Telekoms haben keine Kosten, das liefern zu können. Man könnte irgendwie sagen, man verlegt, gibt das for free. Einfach 64K, also das Normale, dass man mailen kann oder ein bisschen arbeiten, könnte man als Bürgerrecht geben. Ich nehme Ihnen ja auch kein Geld ab, wenn Sie vor meinem Haus auf dem Bürgersteig laufen. Den habe ich zum Teil bezahlt und dann könnte ich ja auch Wegezoll verlangen. Ich verstehe nicht, warum Bürgersteige mit vielen 10.000 Euro Investitionen umsonst sind und ein bisschen Glasfieberkabel so 3 Meter irgendwie so viel kosten müssen. Also, weiß ich nicht, könnte man einfach zu Erschließungskosten mit dazu machen. Ja, ich habe gerade gesagt, die Industrialisierung führt gerade zu den Niedriglohnjobs, das habe ich an den Beispielen sagen wollen. Also, dass immer der Routineanteil einer Arbeit ausgelagert wird und mit Niedriglohnjobbern gemacht wird. Man kann es auch nach Indien dann auslagern. Das geht natürlich auch, das ist gesagt worden. Ich gebe Ihnen ein gutes Erfolgsbeispiel von der Firma IBM. Ich war einer der Ersten, der dann glauben musste, das Datum weiß ich noch sehr genau. Das war am 15. November 2002, erreicht uns ein Brief, dass das Wissenschaftszentrum der IBM in Heidelberg geschlossen wird. Weil der Mietvertrag auch auslief zum 1.1. Und man hat gleichzeitig beschlossen, dass, also wir waren das letzte europäische Wissenschaftszentrum, wir waren richtig gut, ich war Chefwissenschaftler, da war ich richtig stolz. Und man hat beschlossen, dass man das in Bangalore neu baut und in Peking auch. Da waren wir sehr böse, das waren so die ersten 500 Leute im Osten für IBM. Das haben wir nicht geglaubt. Also verstehen Sie, wenn ich selber dran bin, ich weiß das ganz genau, wie er das auf Grund setzt, wie man mit zum Schreiben dann zusammengesunken im Sessel sitzt und sagt, mein Leben ist jetzt hin. Und dann habe ich geschimpft. Also ich weiß noch genau, wie ich aufgerauscht bin, das kann man mit mir nicht machen. Ich gebe Ihnen das Endresultat von dieser Operation. Heute hat die IBM immer noch 400.000 Mitarbeiter, genau wie damals. Und von denen sind 140.000 in Indien. Können Sie sich das vorstellen, was das für eine Migration gegeben hat? 140.000. Wenn Sie in den letzten Quartalsbericht reingucken, dann ist 25% des Umsatzes der IBM inzwischen in Indien, in China und in Brasilien, in den BRIC-Ländern. Das Geschäft wächst mit 15% pro Jahr. Das heißt also, die 25 gehen nächstes Jahr auf 28. Oder sowas, oder 9, verstehen Sie? Das heißt, wenn alles andere nur stehen bleibt, haben wir 3-4% Bruttosozialwachstum, nur weil das da abgeht. Verstehen Sie, wir haben schon, also sozusagen das Geschäft allein in den anderen Ländern zieht die ganze Firma so sehr hoch, dass sie jetzt immer Rekordgewinne macht, noch für lange Zeit oder so.
Und den Punkt hat vielleicht die süddeutsche Maschinenbauindustrie auch schon gemacht. Verstehen Sie, dass das Wachstum allein in China jetzt sozusagen 3% Basiswachstum auf alles macht. Und das muss man irgendwie erzielen. Gut, ich habe gleich dazu mehr vorhin. Immer mehr Menschen müssen immer höhere Qualifikationen haben. Das haben sie nicht. Ich habe ein Buch geschrieben über professionelle Intelligenz. Das habe ich neulich einen Journalisten erklärt. Sie haben ein Buch geschrieben, wie heißt das? Ich sage professionelle Intelligenz, spontan zurück, Antwort, wer hat denn die? Ja, also Sie können irgendwelche durchgehen, also Leute, die Sie kennen, haben professionell ihre Lehrer gehabt in der Schule, sind das die Bundestagsabgeordneten, ja, oder nehmen Sie irgendwelche, von denen Sie lesen. Fußball, haben die sowas wie Professionalität, zanken sich alle immer zu rum, ja, und so weiter. Und wie gesagt, diese Anforderungen diese neuen Anforderungen schlagen jetzt irgendwie an die höheren Berufe rauf und man kann dann wirklich ein bisschen zynisch sein, weil die eben keiner hat und weil wir das auch nicht gelernt haben. Ich werde gleich sagen, wir haben in der Bildung, füllen wir die Festplatte auf, ja, also mit 8 Bänden DTV-Abiturlexikon. Wenn wir das drin haben im Kopf, bestehen wir das Abitur. Wir müssen aber nicht verhandeln können, verkaufen können, spontan sein und so weiter. Das ist alles nicht der Punkt. Ich sage, was da neu kommt, also demnächst haben wir Bezahlsysteme, hoffentlich mal, das wird sehr viel ändern. Also praktisch im Augenblick trauen sich die Leute nicht so in Internetshops überall rein. Ich hätte gerne so einen Knopf, wenn Sie auf meiner Homepage eine Kolumne lesen, ich schreibe alle 14 Tage eine, die lesen ungefähr 10.000 Leute jedes Mal. Ich habe so ungefähr so wie eine kleine Zeitung, habe ich schon, es sind 10.000 Abonnenten drauf, manche lesen es von Facebook oder von Google aus, da hätte ich so einen Knopf, das scheint dann, hey, gib 10 Cent in die Kaffeekasse. Wenn Sie dann OK drücken, wäre das von Ihrer Telefonnummer, von Ihrer Telefonrechnung runter. Das fände ich gut, so für Mini-Bezahlsysteme. Und dann könnten ganz neue Arbeitsplätze entstehen. Also wenn Sie dann ab und zu mal 10 Cent geben für eine Kolumne, könnte ich schon so auf Hartz-IV-Niveau ungefähr leben. Ja, können Sie ja durchrechnen. Es gibt bald alle Arbeitsplätze im Netz, das heißt Cloud Computing, das ist ein eigener Vortrag. Also es wird irgendwann alles ins Netz verschwinden, also die ganze Verwaltungsarbeit. Also man sitzt ja sowieso vor einem Computer, aber der Computer ist dann nicht mehr hinterm Schreibtisch und auch nicht mehr im Amt, sondern irgendwo, weiß ich wo. Manche Leute wollen noch, dass es unbedingt in Deutschland ist, meinetwegen ist es dann lieber im Lappland, in einem Großrechenzentrum neben einem Wasserfall, wo die Energie erzeugt wird. Ja? Und es muss Lappland sein, damit man nicht so viel Energie braucht, weil es da kalt ist. So. Und irgendwann, wenn alle Arbeit in so Großrechenzentren dahinter läuft und über Netz läuft, ist es ihnen eigentlich auch egal, sind die Daten eh in Lappland und dann werden sie langsam integriert und dann kriegen wir sowas wie eine integrierte deutsche Staatsverwaltung, wo dann die Ämter quasi, wo die Maschinen dann die Arbeit unter sich ausmachen. Ja? Also wenn sie so einen Erbschaftsfall haben, und ich habe nur Immatrikulation gesagt, aber nehmen Sie irgendwas anderes, sowas wie Erbschaftsfälle und Grundbuchamt und so weiter. Ich habe jetzt auch eine Volkszählung gehabt neulich, da kam die Frau und hat gesagt, wie viel Quadratmeter hat ihr Grundstück? Sag ich, das weiß das Grundbuchamt, sagt sie, ja, sie muss das aber fragen. Habe ich beantwortet und sagt, wie ist ihr zweiter Vorname? Sag ich, das weiß das Standesamt. Ja, wie lange wohnen Sie hier? Sag ich, das weiß das Einwohnermeldeamt. Verstehen Sie, diese ganze Volkszählerei ist einfach, ja. Also praktisch, es war keine neue Information da. Völlig irre. Wir brauchen 20 Minuten, um einen Beruf festzustellen. Das ist bei mir jetzt echt schwierig. Also ja, weil ich Manager, CTO, oder das gibt's alles nicht. Also ja, wenn Sie Manager eingeben, gibt es 20 verschiedene Unterarten. Der erste war von McDonald's oder so, dass ich so aufsehe. Okay. Crowdsourcing kommt demnächst. Das ist sowas wie Versteigerungsmethoden. Wer macht die Arbeit? Also ich setze irgendeine Arbeitsquantum ins Netz und sage, wer macht die? Zu wenigsten Geld. Können Sie eBay runtersteigern, wer es am besten macht? Da gibt es schon sehr viele Versuche im Softwarebereich mit Indien. Das Hauptproblem ist immer noch, dass es unter Umständen viel mehr Geld kostet, festzustellen, ob der anständig gearbeitet hat. Ja? Also bei Software ist es wichtig, dass man feststellt, ob der gut geschrieben ist. Aber so im Prinzip, wenn man relativ leicht feststellen kann, dass die Arbeit auch getan ist, dann wird das demnächst aufs Netz verlegt. Das macht wieder ganz viele Niedriglohnjobs.
Es gibt im nächsten Aufbau der digitalen Wissenswelt, da habe ich gleich noch eine Folie dazu, das ist so ein Punkt, wo alle Lehrer, Erzieher und Universitätsprofessoren mir gleich ins Gesicht springen, weil Bill Gates hat damit angefangen, ich nicht. Er hat gesagt, wenn wir fangen sowas wie Max Planck oder Einstein ein, behalten ihn für ein Jahr da und er macht alle Grundvorlesungen für Physik einfach so. Also das braucht er ein Jahr. Alle Vorlesungen, die man normal bis zum Diplom hat, spricht er auf Band. Und dann setzen wir das alles auf YouTube und dann fertig. Und eine Konserve von Einstein ist besser als ein Durchschnittsprofessor hier in der Humboldt-Uni. Auch wenn es nur Elite-Uni ist, schminken Sie sich ab, ist so. Ja? Verstehen Sie, wenn Sigmund Freud einfach alle Vorlesungen in Psychologie lesen würde, das wäre doch richtig toll. So, und da gibt es demnächst einen ganz großen Einbruch, den können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja? Das ist rein technologiebetrieben. Ja? Jeder Mensch hat alles frei im Tablet. Das fordere ich immer, das wollen die gar nicht. Also praktisch im Publikum sind immer ganz viele Leute und sagen, wie schließen wir die digitale Lücke? Wie führen wir türkische Migranten ans Wissen ran? Dann sage ich, mach doch alles. Ich habe das. Ich habe das gesamte Kulturwissen auf meinem PC da vorne. Das ist die Bertelsmann Direct Media, weiß ich nicht. Digitale Bibliothek, die habe ich vollständig auf meinem Dings, das sind 20 Gigabyte. Das ist alles, was kein Copyright hat. Also ich bin da voll aktuell bis ungefähr 1935, bis Kafka oder so. Das ist alles da drauf. Vollen Zugriff, verstehen Sie, wenn Sie ein bisschen mehr die Rechte aushandeln könnten, könnten wir das gesamte Wissen der Menschheit irgendwie auf 100 Gigabyte auf jede beliebige iPad-Platte packen, mit Sprachkursen, mit Türkisch und Armenisch, was immer Sie wollen. Warum fangen wir damit nicht an? Ja, verstehen Sie, das würde eine Revolution auch in den Methoden des Bildungswesens bringen. Gut, dann über digitale Demokratie werden Ihnen die Piraten mehr sagen dazu. Ja, aber demnächst... Ja, es wurde immer, damals, als ich Abitur machte, waren, glaube ich, 2/3 Hauptschüler, 1/3 Mittelschüler und ganz wenige Abiturienten. Da hat man gesagt, so normale Abgeordnete da oben sind viel schlauer als die Bevölkerung. In Heidelberg haben aber jetzt 60% schon Abitur. Also man kann schon auch die Bevölkerung vielleicht abstimmen lassen. Außerdem braucht man, glaube ich, einen Intelligenzquotienten von über 140, um zum Beispiel die Frage von der S21 Volksabstimmung zu verstehen. Ja, also ohne Berater. Ja, ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben. Wir müssen jetzt irgendwie die Wirtschaft erneuern. Ja, ich versuche mal. Verstehen Sie, diese ganze Industrialisierung müssen wir stoppen und die Polarisierung in den einfachen Teil und den schwierigen Teil der Arbeit irgendwie machen. Das ist so eine Art Schwierigkeit. Und das heißt, wir müssen jetzt die schwierigen Arbeiten irgendwie vermehren. Das hilft nichts. Und man muss irgendwie so eine Ansage machen, Deutschland wird das Land der Solarbiomedizin, Gentechnologie, Nanotechnologie, Oberflächentechnologie, sonst was. Wir müssen in diese Industriezweige irgendwie reinkommen. Wir diskutieren jetzt immer nur um Statistiken, deswegen habe ich so am Anfang gesagt, ich mag das nicht so gerne, ob wir plus 0,2, 0,3 haben. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass die Statistik besser wird, sondern wir müssen uns inhaltlich irgendwie umorientieren an die Dinge, die später noch irgendwie nicht industrialisierbar sind. Wir sagen jetzt einfach, ja, es hat sich herausgestellt, dass Wissensberufe nicht so gut industrialisierbar sind, die müssen wir dann schaffen. Und dann muss irgendwie wir fördern jetzt diese Wissenschaften. Es hilft auch nicht zu sagen, wir fördern jetzt so ein bisschen die Solarindustrie. Sie müssen auch Studiengänge für Solar machen. Die Universitäten heuern jetzt, wollen immer mehr Studenten haben und bieten eher einen Studiengang in Facebookologie an, als jetzt so in Batterie. Machen Sie mal in Süddeutschland ein Unternehmen auf und brauchen Sie 100 Batterieingenieure. Kriegen Sie doch gar nicht. Verstehen Sie, für diese neuen Disziplinen ist nichts da. Nur normale Ingenieure sind vielleicht noch da, aber wenn Sie sagen, ich mache eine Nanotechnologiefirma auf und ich brauche 100 Ingenieure für dieses Gebiet, kriegen Sie ganz sicher nicht. Und wir müssen gleichzeitig sozusagen die Menschen upgraden und auf der anderen Seite die Industrien upgraden. Und das geht nicht einzeln. Ich kann nicht Industrieförderung im einen Ministerium machen, dann sind aber die Studenten nicht da. Oder ich kann auch nicht sagen, erst sollen die Universitäten mal die Leute ausbilden, dann ist die Industrie hinterher nicht da. Das muss man irgendwie gleichzeitig machen. Und es geht nicht immer um die Menschen, irgendwie noch um Gehaltszahlungen, sondern wir müssen
intern, also in der Qualität, quasi den ganzen Arbeitsmarkt irgendwie umdrehen. Das finde ich, ist die Aufgabe der Zukunft. Und zwar auf zwei Teilen. Wir müssen einmal den ganzen Arbeitsmarkt umdrehen. Wohin wollen wir echt? Und dann müssen wir die ganze Erziehung quasi auf neue Beine stellen, weil im Beruf zählt nicht nur Fachkönnen, das haben alle, also auch die Arbeitslosen unter Umständen, die Ingenieure. Aber die haben nicht sowas wie Kreativität, emotionale Intelligenz, unternehmerischen Willen, Durchhaltevermögen, die professionelle Haltung, einfach fertig zu machen, einen Beruf, und nicht einfach nur meine Arbeit zu machen. Verstehen Sie? Wenn Sie es hart sehen wollen, ich diskutiere das immer in Erziehung, viele Mütter sagen, ich habe mein Kind so gut erzogen, wie ich es konnte, leider ist es missraten. Und dann sage ich als Manager, hör mal, du bist als Mutter nicht dafür da, dass du gut erziehst, sondern für das Ergebnis bist du verantwortlich. Und dann sagen sie, nee, das kann man so nicht sagen. Es reicht, wenn ich mir Mühe gebe. Und dann sage ich, aber im Sinne der Professionalität ist es wichtig, dass das richtige Ergebnis rauskommt, nicht unbedingt, wie ich das mache. Und dann sagen alle Leute so tief einatmen, das weiß ich nicht so genau. Und ich lasse es mal stehen. Ich habe... wir brauchen jetzt irgendwie Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir die Liste, kann ich immer nicht auswendig. Wollen, gestalten, Unternehmen erschaffen, erforschen, netzwerken, klarkommen, in anderen Teams verkaufen, werben, aktiv machen, Sinn stiften. Das lernt man nicht in der Schule. Ich lerne einfach nur immer rechnen. Braucht man auch. Ich habe nicht gesagt, dass wir das ersetzen sollen. Ich habe gesagt, dass wir in der nächsten Gesellschaft viel, viel, viel mehr können müssen. Und das ist das, was in den neuen Berufen irgendwie gebraucht wird. Ich überblätter das noch, sonst hätte ich 5 Minuten, habe ich nicht mehr. Das wird der nächste Milliardär, der macht gerade Kurzfilme, so was ich mit Einstein und so gesagt habe im Internet. Das werden Sie lesen, das hat auch vor vier Wochen auf die Titelpage vom Spiegel gebracht. Die machen jetzt die Filme, fangen dann an. Ich hätte gern sowas in Deutschland auch. Ich suche irgendwie Sponsoren. Ich weiß nicht, wer das macht. Wahrscheinlich machen wir das irgendwann mal zu dritt oder so und fahren das auch irgendwie mal hoch. Es ist ganz schwierig. Ich habe auch keine Lust dazu, ich möchte nicht ein Projekt haben mit 5 Ministerien, die das sponsern, weil die sich wieder zanken, was da drin stehen soll. Ich will es einfach ohne zanken einfach mal so hochfahren. Ich lasse es mal, wenn Sie sagen, der Dück will immer, dass alle Menschen besser werden, dann geht das nicht, dann erzähle ich immer wieder ganz beharrlich diese Anekdote, dass ich im brasilianischen Urwald ein Volk entdeckt habe, die haben noch nie einen Menschen gesehen. Da gehe ich rein und sage, ich habe euch entdeckt, da seid ihr seid jetzt globalisiert und wisset, in 10 Jahren muss ja jeder lesen, schreiben und rechnen können. Und da sagte der Häuptling, höre, o Fremdling, unsere Kinder müssen jagen, wir haben nicht genug zu essen, wir sind alle im Niedriglohnjob. Guck dich um. Die Kinder haben keine Zeit, sie sind außerdem zu dumm zum Rechnen und drittens braucht das ja keiner. Als die Eifel erobert wurde von Preußen, die schon Schulpflicht hatten, wurde in 1816 auch in der Eifel die Schulpflicht von Berlin aus da exportiert. Und dann haben die Bauern gesagt, wisset, o Fremdling, wir sind alle im Niedriglohnjob versunken. Die Kinder müssen alle auf dem Acker helfen. Sie haben keine Zeit, sie sind zu dumm und guck dich hier um in den steinigen Acker. Lesen, schreiben, rechnen muss hier niemand können. Und wenn ich Ihnen jetzt mit derselben Botschaft komme, dass wir jetzt wieder eine andere Zeit haben und sage, hier muss jeder professionell arbeiten können, verhandeln können, verkaufen können, attraktiv sein können, kreativ sein, dann sagen Sie, wisset, o Fremdling, wir erwarten bis zum Burnout, bin ich als Arzt den ganzen Tag da, was soll ich jetzt noch tun? Guck dir, ich verdiene fast nichts mehr als Arzt, deswegen sind die ganzen Landkarten rot. Und es nützt mir auch nichts. Verstehen Sie? Und ich bin zu, ja, so dumm sagt er vielleicht nicht, aber. So, und verstehen Sie, immer dasselbe Gejammer, wenn ein Upgrade der Gesellschaft ansteht und den müssen wir machen. Und es kommt nicht darauf an, immer nur über die unteren 20% zu jammern, sondern lebenslanges Lernen betrifft Sie hier im Raum doch auch. Verstehen Sie, in den ganzen Konferenzen jammern wir, dass ja lebenslanges Lernen von diesen unteren Arbeitslosen nicht gemacht wird. Die können immer noch nicht lesen, können immer noch nicht und so weiter. Und dann kann ich sagen, Sie hier im Raum streiten sich immer noch. Verstehen Sie, auch Sie müssen doch lebenslanges Lernen. Die ganze Gesellschaft wird upgraded und nicht nur die unteren 20%. Amen, fast so.